Herzlich willkommen zur nächsten One Piece Unlimited World Red Episode hier auf Weeper Games for You. Ich bin Suivo und wir können jetzt hier diese Wand entfernen und können deswegen weiter mit der Gummipiraten-Schlüsselwort-Geschichte. Boah, die Mauer ist verschwunden. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Können wir jetzt hier durchgehen? Sind ja immer noch hier im Pankhassad unterwegs. Upsala. Ich vergesse immer wieder, dass sie explodieren. Ich würde eigentlich hier den Baum kaputt machen, aber okay. Boah, gekontert, ist ja geil. Sehr cool. Na, die sind wohl auch schon wieder tot. Der Baum ist kaputt. War alles relativ easy wieder. Ich finde die Gegner halt jetzt noch nicht so richtig stark, aber... Oh, jetzt kommen aber auch ein paar, müssen wir sagen. Das war gut. Kaboom, Mann. Sehr nice. Sieg. Halte durch, warum soll ich denn durchhalten? Okay, halt mich halt. Ich habe doch schon längst gewonnen. Ja. Ich will das VR drücken, das will ich aber nicht, weil man es ja nicht so oft benutzen kann. Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Insel. So wie es aussieht. Da sind auch schon unsere ersten Gegner wieder. Der hat uns getroffen, was jetzt los? Sind wir vergiftet oder was? Das ist nicht so geil. Okay, heil mich mal. Das war gut. Erstmal einen wegmachen, würde ich sagen. Gut, den haben wir. Oder ist auch tot. Perfekt. Ja, dann heil mich halt. Wo ist dein Problem, ey? Der nervt mich ein bisschen. Da gibt's nichts, okay. Sieht aber gut aus, muss ich sagen, hier diese Schneewelt. Oh, da oben ist eine Kiste. Wie kommen wir da hoch? Ha, sehr gut. So kommt man da hoch. Erstaunliches Kraut. Okay, es wird wahrscheinlich zum Heilen oder so sein, nehme ich mal an. Ups. Okay, also runterfallen kann man nicht. Man muss dann tatsächlich springen. Oh, was ist hier los? Oh, 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 oh. Caesar? Okay. Ah, wie sau genug, wie sau gut einfach nur. Oh doch, du hast recht. Oh Mann. Der ist ja gut. Was passiert denn jetzt? Oh, Smile. Wo ist Miley? Genau, ja. Okay, den müssen wir jetzt wahrscheinlich bekämpfen, schätze ich mal. Oh nein, der wird mir vergiftet, wenn wir den hauen. Das ist ja nicht so geil. Wie müssen wir den denn bekämpfen? Also ich... Wie kämpfen wir denn gegen die? Okay, nicht so gut. Ich glaube, wir müssen einfach nur ausweichen, müssen dann Caesar angreifen, schätze ich mal. Genau, so sieht das aus. Habe ich verstanden. Okay.
Das mal heilen lassen von dem. Komm schon. Voll in the face rein. Jawohl, Mann. Okay. Alles gut. Was ist jetzt los? Oh nein, jetzt gibt er dem das Bonbon. Können wir das Bonbon kaputt machen? Ich weiß nicht, ob man das kaputt machen kann, ist die Frage. Fuck you, ey. Oh. Müssen wir jetzt flüchten wahrscheinlich. Oder auch nicht, okay. Das war ja relativ easy. Das war gut. Na komm schon. Fuck you. Na komm schon. Ups, das wollte ich gar nicht. Ach hey, ach hey. Gut, er hat uns geheilt, das ist schon mal gut. Komm jetzt da wieder runter, du Wichser. Oh, sehr gut, da ist er wieder. Nicht so gut. Jetzt nicht so viel Schaden macht, muss ich sagen. Oder kommt er wieder runter? Komm schon, ins Face rein. Jawohl. So muss das aussehen. So nicht anders. Das war gut. Ist fast im Arsch, der Gute. Nein, Mann. Okay, weg da. Komm schon. Jawohl, komm schon, stirb. Komm. Jawohl, da haben wir ihn. Den blöden Caesar, ey. Ja. Aber ich finde, der sieht super gut gemacht aus. Also von den Zeichnungen her und alles. Oh nein, Ruffy fällt da 100% drauf rein. Sehr gut. Oh. Und tschüss. Tschö mit Ö. Okay. Aber dass sie nicht mal auf dem Schiff sind, interessiert Zoro natürlich nicht. Sehr gut. Jetzt haben wir die ersten zwei gerettet. Frankie ist so dumm, ey. Zoro ist auch genauso dumm, Mann. Ja. Der Kleine tut mir ein bisschen leid. Episode 1 abgeschlossen. 4000 Berry und 100 Piratenpunkte, okay. Sehr cool.
Beute 700 Berry, der Gummipirat, Schlagresistenz rauf 3, Blitzresistenz rauf 5, Holzblock, ein kleines Stück Holz, offenbar können verschiedene Dinge daraus gemacht werden. Ein großes Stück Holz, offenbar könnte es als Basis für größere Sachen dienen. Holzkohle, Qualitätsholzkohle mit schwarzem Glanz, wird sie angeschlagen, macht sie ein wunderbares Geräusch. Das hier scheint extrem rostig zu sein und ist wahrscheinlich nur zu sehr besser als nichts. Eine Glasscheibe, sei gewarnt, dass es wehtun wird, wenn du drauf trittst. Na super. Ein Fragment von einem explosiven Stein, Vorsicht bei der Verwendung. Ein harter, abgekühlter Klumpen Magma, könnte eine unglaubliche Energie darin gefangen sein. Qualitätsasche, die zurückbleibt, wenn etwas vollständig verbrannt wurde. Sie ist so weich wie Seide. Gewöhnlicher Reis eignet sich für viele verschiedene Gerichte. Sehr bitteres Gras, das kann für Medikamente verwendet werden. Okay, also haben wir jede Menge coole Sachen bekommen, auf jeden Fall. Klingt nach Party erhalten. Großer Drachenschock ist jetzt verfügbar. Angriff rauf 6%. Zeit, dass ich das beende, erhalten. Frankie Radical Beam ist jetzt verfügbar. Okay, Heilkapseln kriegen wir noch als Belohnung. Holzblock und Glasscherben. Ja, sehr gut. Haben wir einiges bekommen. To be continued. Ah, den Anime-Guckern wird dieses Bild auf jeden Fall ein Begriff sein. Natürlich speichern wir. Speichern abgeschlossen. Sehr, sehr lustig. Ich finde die Episodenlänge war auch ganz ordentlich, wenn ich ehrlich bin. War jetzt nicht zu lang, nicht zu kurz. Hat Spaß gemacht. Sind im Gasthaus zurück. Ach, das hat Ruffy schon versprochen, ja? Okay. Ja, allerdings. いや、男に二言はないって言ったのは嘘だったのかしら?いや、男に二言はね。そこの2人も男の中の男って感じだし。まさか今更約束を守れないなんて男らしくないこと言わないわよね。 Ja, das würde ich jetzt natürlich auch sagen, damit ich meinen Kopf durchgesetzt kriege. ja, ist schon klar. Eine Taverne, okay. Ja, du willst ja nur saufen, Mann. Ist klar. Alles klar, also können wir die Stadt auch aufbauen. Du kannst im Gasthaus Gegenstände und Geld einsetzen, um die Einrichtungen der Stadt zu erweitern. Wähle im Gasthaus erweitern, außerdem Sachen wie Fabriken, Restaurants und Tavernen zu bauen. Erweitern. Taverne eröffnen. Was braucht man dafür? 4 Holzblöcke und 4 Glasscherben und 500 Berry. Das haben wir ja. Eröffnen wir die doch gleich mal. Dort kannst du Quests annehmen und mit Freunden spielen, okay? Das ist ja cool. Ja. Ich fürchte nur, dass Freunde 3 Tage bevor das Spiel rauskam, überhaupt gar nicht so richtig da sein werden. Und Video. Am nächsten Morgen. Na super.
今朝から急に砂混じりの熱風が吹くようになったの。どういうことかしら。この島に砂漠なんてないのに。Okay. Das ist echt seltsam. ねえ、町の外に行くことがあったら原因を調べてきてもらえない？が干せなくて困ってるのよ。Wenn das wieder mal die größten Sorgen sind, ist schon lustig. 手伝うのは建築だけって話だろ？いや、オイラは調べた方がいいと思うぞ。きっとそこに何かあるはずだ。Ja, du hast schon recht. やけに自信たっぷりだな。何か根拠？まあ、いいじゃねえか。どうせ何の手がかりもねえんだし、行ってみようぜ。Okay. いい？ Okay. Okay, nimm ein Käferfang jetzt auf deine Abenteuer mit. Du kannst dann in der Stadt und draußen Kreaturen fangen. Wähle dazu in deiner Itempalette das Netz aus, ziele auf etwas und drücke A. Verstärke dein Netz in einer Fabrik, dann wird es dir leichter fallen, mehr zu fangen. Also wir müssen auf jeden Fall eine Fabrik bauen. Lege eine Angelrute in deine Tasche, um an bestimmten Punkten in der Stadt oder draußen angeln zu können. Du kannst mit den gefangenen Fischen die Stadt erweitern und Essen kochen. Probier es einmal. Verstärke deine Angelrute in einer Fabrik, damit das Angeln leichter wird. Du kannst die Gegenstände, die du während deines Abenteuers erhältst, aus dem Lager im Gasthaus nehmen. Wähle die Tasche organisieren im Lager aus, um Gegenstände rauszunehmen. Verwende deine Itempalette oder wähle im Pausenmenü Items aus, um Gegenstände einzusetzen. Ja, bla bla. Schauen wir mal. Nehmen wir mal Heilkapseln mit. Das Netz nehmen wir auch mit. Genauso wie die Angel. So, mehr haben wir da ja gar nicht. Das sind alles Sachen zum Craften irgendwie, ja. Das bringt uns ja nichts. Da können wir nichts aktuell machen. Kleidung. Reden können wir auch mit der. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir gerade nochmal. Und machen dann auch wieder einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Das nächste Mal gucken wir dann, wie es weitergeht. Ja, ciao, ciao und bis dann.